Und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel in der Easy Credit Basketball Bundesliga zwischen Medi Bayreuth und den Hagro Merlins aus Crailsheim. Ich darf beide Trainer vorstellen und begrüßen. Crailsheim Merlins Thomas Asalo für Medi Bayreuth Paul Corner. Ich beginne bei den Gästen im Game Statement. First of all, congrats to Coach Corner and his team. I thought they played a very solid, balanced basketball game. Thought we took a big step forward from Wednesday's horrendous performance, unfortunately, against a team of this quality. It didn't affect the end result. We had big time problems in the first quarter with turnovers, and that allowed overall Bayreuth to score 16 fast break points, then an additional 16 out of the offensive rebounds. It's 32 points, which I think a lot of teams in this league can handle. Those were the main points for me. On top of that, really the size and size of Seifert, size, skill, and athleticism of the bigs of Bayreuth caused us big trouble inside. So overall, step forward, but unfortunately, not enough. Thank you. Ja, zunächst danke für die Glückwünsche. Schritt vorwärts, glaube ich, kann man auch in unserem Fall sagen. Vor allem in der Offensive war ich sehr zufrieden, wie wir den Ball bewegt haben, was für Lösungen wir gefunden haben. Wir haben definitiv den Ball besser bewegt als zuletzt. Alles in allem, denke ich, eine solide Vorstellung. Defensiv hätten wir gegen die Werfer einen besseren Job machen müssen. Vor allem wieder gegen Stretch Force, scheint so ein bisschen unsere Schwäche zu sein. Aber nichtsdestotrotz, es war alles in allem ein sehr solides Spiel, ein solider Sieg, der nie wirklich gefährdet war. Und wie immer in Momenten, wo Crailsheim einen Run hatte, letztendlich eine Antwort gefunden haben. Ich bin froh, dass wir uns mit so einem Spiel auch von unseren Fans, die wieder zahlreich gekommen sind, ins neue Jahr verabschieden konnten. Danke an alle, die da waren. Und all die zu Hause geblieben sind, natürlich auch einen guten Rutsch. Alles Gute für ein hoffentlich gesundes und erfolgreiches Jahr 2019. Danke. Dann wieder die Frage. Gibt es Fragen an die Trainer? Maybe for both coaches, any new year resolutions with the team? Or, I don't know what to say to that. I'm not a big fan of New Year's resolutions, but we will continue improving and take one step by step. We've dug ourselves into a hole, and with the standings and how we performed, especially on Wednesday. And there's no magic tricks in this line of work or for the team or for us. You just have to keep trusting that the things we are doing are the right things and do them better. So if that's a resolution, then now I'm a fan of them. Ich schließe mich an, also ich bin auch kein Fan von Vorsätzen. Wenn ihr einen Vorsatz habt, dann brauche ich kein neues Jahr, um den umzusetzen. Was augenscheinlich ist, ist, dass der Jänner oder Januar es in sich hat für uns. Also wir haben München zweimal, Bamberg zweimal, Bologna, Patras auswärts, Ludwigsburg auswärts, wir haben Malbo Berlin auswärts. Wird ein witziger Monat und wird für uns ein großer Test in vielerlei Hinsicht, physisch, psychisch. Und wir müssen schauen, es ist jetzt kein Neujahrsvorsatz, sondern ein Vorsatz für diese aufkommenden schweren Aufgaben. Wir müssen schauen, dass wir wirklich an der Spitze unseres Leistungspotenzials kratzen und das möglichst oft und möglichst regelmäßig, weil nur so wir hier Aussicht auf Erfolg haben werden, nicht aus der Mannschaft zu. Und wir werden sehen, was der Monat bringt. Aber der hat es mit Sicherheit in sich. Wer immer den Spielplan gemacht hat, hat es nicht gut gemeint mit uns, was den Jänner anbelangt. Weitere Fragen? Gut, dann guten Rutsch und bis zum nächsten Mal im Spiel. Alles Gute. Thank you.